Was ist die Wichtigkeit der Tazkiya? Das überschneidet sich natürlich ein bisschen mit dem, was ich am Anfang genannt habe, mit der Surat al-Shams. Aber am Anfang habe ich das nicht wegen der Wichtigkeit erwähnt, sondern nur um aufzuzeigen, dass diese Begrifflichkeiten im Koran vorkommen. Die Wichtigkeit der Tazkiya, die Wichtigkeit einer Sache ergibt sich aus vielen Perspektiven, Aspekten. Aber eins möchte ich sagen, die Wichtigkeit einer Sache zu begreifen und zu verstehen, ihr auf den Grund zu gehen, ist ein sehr wichtiges Motiv für die Selbstmotivation. Deswegen Motivation bedeutet, Motive zu haben. Richtig? Und wenn du irgendwas lernen willst oder etwas umsetzen willst, dann sollte man sich vorerst mit der Wichtigkeit dieses Vorhabens beschäftigen. Denn wenn du die Wichtigkeit begreifst, bist du automatisch auch motivierter und energischer bei der Ausführung, am Ball zu bleiben. Die Wichtigkeit ergibt sich unter anderem daraus, was ist das Urteil des Scharia, das heißt des Scharia-Gebers, über diese Handlung. Ist das eine erwünschte Handlung, was man Mustahab oder Mandub oder Sunna nennt? Oder ist es eine Pflichthandlung? Die Tazkiya ist eine Pflicht. Und umgekehrt, das Unterlassen der Tazkiya, ist es einfach etwas Unerwünschtes? Oder wenn ich die Tazkiya vernachlässige, unterlasse, begehe ich damit etwas, was man als Muharram oder Haram bezeichnet? Oder ist es etwas Gleichgültiges, Legitimes, Mubah? Ja, du kannst es machen, du kannst es nicht machen, ist dir völlig überlassen. Zu wissen, was der Scharia-Geber dazu sagt, ist auch ein Motiv. Und daraus ergibt sich auch die Wichtigkeit. Denn wenn er das zur Pflicht gemacht hat, dann hat das ein gewisses Schwergewicht, oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah ta'ala sagt, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Mein Diener nähert sich mir mit nichts an, das mir lieber ist, als jenes, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Das heißt, eine Pflicht hat eine gewisse Priorität gegenüber Soll- und Kann-Handlung. Und es ist der Fakt, dass die Tazkiya des Nafs, die Tazkiya, eine Sollhandlung ist oder eine Musshandlung. Allah Ta'ala sagt doch, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Wer sie läutert, ist erfolgreich. Wer sie verkommen lässt, seine Seele, ist verloren. Und das ist eine Form von Androhung. Und Allah Ta'ala droht nicht an für Kannhandlungen, die man machen sollte. Und deswegen sagen die Gelehrten, sie sagen die Definition der Kabira, was ist denn eine große Sünde? Wie definiert man sie? Wie wird eine Kabira definiert? Es gibt wenige Handlungen, über die im Koran steht oder in der Sunna, dass das eine Kabira ist. Aber es gibt Kabair und Sagair, sahih? Es gibt sogenannte große Vergehen und kleine Vergehen. Allah Ta'ala sagt, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Und jene, die die großen, schwerwiegenden Sünden meiden. Das heißt, es gibt auch kleinere Vergehen. Ich glaube, in der deutschen Sprache nennen sie das Bagatellverbrechen, so, keine Ahnung. Es gibt also diese Differenzierung. Und die Tazkiya ist eine Pflicht in einem gewissen Maß. Nicht jede Handlung, die unter die Tazkiya fällt, ist verpflichtend, aber in einem gewissen Maß oder als Grundkonzept sagen wir, ist es verpflichtend. Es ist nicht nur verpflichtend, wir kommen am Ende noch dazu, das ist aber sehr wichtig, die Handlungen des Herzens haben genauso wie die körperlich-motorischen Handlungen verschiedene Einteilungen. Es gibt Pflichthandlungen, verbotene Handlungen, genauso auch die Handlungen, wir nennen das mal Handlungen des Herzens. Was ich damit meine, kommt noch. Auch hier gibt es verbotene Handlungen, verpflichtende Handlungen. Das sind meistens Gesinnungen oder Einstellungen, die man hat, aber die Gelehrten nennen das Handlungen.
Einige der Ahlulilm erwähnen sogar, dass diese wichtiger sind, eine Priorität haben gegenüber den körperlichen Handlungen. Aber dazu kommen wir später, das zeige ich euch auch warum.